Alter, meine Talente sind im Schnitt Level 7. Oh mein Gott, was ein Damage. Hi, ich bin's, Yuma. In diesem Guide erfährst du alles rund um Dilux Talente, Kombos, Artefakte, Waffen, Sternbilder und Teams. Hier vorab alle Materialien, die er benötigt, um ihn hochzuleveln. Beginnen wir zunächst mit seinen Talenten. Diesen Guide drehe ich wieder am Yuma-Fanbrunnen, den unserer Community. Die Elementarfähigkeit, also die E, verursacht einen starken Pyroschlag mit dem Großschwert und ist bis zu 3-mal anwendbar. Das solltet ihr auch tun, denn jeder weitere Schlag verursacht mehr Schaden und hat keinen ICD. Heißt also, jeder der Pyroschläge kann Reaktionen auslösen. Die Spezialfähigkeit, also die Q, beschwört einen Phönix herbei, der mehrmals Pyroschaden anrichtet und kleinere Gegner sogar mit sich zieht. Und ich muss sagen, das sieht wirklich ziemlich cool aus, vor allem weil die Waffe danach in Flammen steht. Das liegt daran, dass Dilux Angriffen 8 Sekunden lang das Pyro-Element dann verliehen wird. Außerdem hat das Talent eine Abklingzeit von 12 Sekunden und benötigt 40 Elementarenergie. Durch die zweite Passive wird Dilux 12 Sekunden lang das Pyro-Element verliehen und außerdem erhält er plus 20% Pyroschaden während der Wirkungsdauer. Solltet ihr ihn dann aus- und wieder einwechseln, unterbricht das nicht die Pyro-Infusion. Die erste Passive verringert den Ausdauerverbrauch seiner heftigen Schläge, welche ihr sowieso nicht nutzen solltet. Und zur Talentreihenfolge, ihr solltet die E und den Standardangriff gleichermaßen hochleveln und dann die Q, aber alle drei Talente sind wichtig. Beschäftigen wir uns jetzt mit seinen Kombos. Ich verlose bald erneut mehrfach Mondsegen, also Urgestein, für euch im Stream. Wenn du Hilfe brauchst oder dich austauschen möchtest, solltest du unbedingt mal im Livestream auf Twitch vorbeikommen, wo ich momentan jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag von 16 Uhr bis tief in die Nacht mit Genshin live bin. Über den ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr mir dort gerne kostenlos folgen und jeder von euch durch Drops, also durchs Zuschauen, sogar Urgestein einsammeln. Vielen Dank. Ihr beginnt den Kampf mit eurer Q-Fähigkeit, danach macht ihr immer 2 Standardangriffe und dann einmal die E. Zack, und das Ganze wiederholt ihr dann. 3-mal. Idealerweise löst ihr dabei Reaktionen mit zum Beispiel Sinchou aus. Wenn ihr es eilig habt, weil der Gegner fast besiegt oder die Fähigkeiten, zum Beispiel Sinchous Q, bald ablaufen, könnt ihr statt 2 immer nur einen Standardangriff dazwischen durchführen. Auf zu seinen Artefakten. Wenn ihr noch nicht mindestens Abenteuerrang 45 seid und somit keine 5-Sterne-Artefakte farmen könnt, empfehle ich euch übergangsweise Zweier-Set-Kombinationen von Wagemut, dann noch Fernweh, Berserker oder Ausbilder. Ansonsten Zweier-Set-Kombinationen von den Sets, die euch Angriff geben, also Zinnobas, Opferfest, Gladiator oder auch Shiminawa. Oder für Elementarkunde Wanderorchester, Traum oder Paradies. Macht's abhängig von den Substats. Noch besser ist, ihr kombiniert's mit dem Zweier-Set brennende Pyrohexe, das als Vierer-Set allerdings am allerbesten ist, da es euren Reaktionsschaden erhöht. Als Mainstats wollt ihr Pyroschaden auf dem Kelch, Kritschentreffer oder Kritschenschaden auf dem Haarreif, sodass ihr mindestens 50 KT zu 100 kritischem Schaden habt. Auf der Sanduhr entweder Angriff oder Elementarkunde, nehmt das mit den besten Substats. Wenn beide Varianten gleich gut sind, solltet ihr zur Elementarkunde Sanduhr greifen, da Dilux Angriff oft schon genug durchs Team bekommt oder sogar durch den Substat seiner Waffe. Beispielsweise im Team mit Bennett durch die Pyroresonanz und seine Spezialfähigkeit. Als Substats wollt ihr kritischen Schaden, kritischen Treffer, prozentual Angriff und Elementarkunde. Ein wenig Aufladerate schadet auch nicht, aber wie gesagt, er benötigt nur 40 Elementarenergie. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf seine Waffen. Es haben übrigens ca. 2/3 von euch, die meine Videos schauen, meinen Kanal nicht abonniert. Das könnt ihr jetzt gerne kostenlos nachholen, um keine zukünftigen Genshin Guides oder Updates zu Dilux mehr zu verpassen. Wenn mehr als 40% von euch, die meine Videos schauen, Abonnenten sind, kaufe ich mehreren von euch den Battle Pass und bei mindestens 50% wieder Anime-Figuren. Vielen Dank. Ganz simpel könnt ihr Guhua Prototypen auf Dilux spielen, die Waffe passt gut zu ihm. Ansonsten ist der luxuriöse Seekönig eine sehr gute Waffe, falls ihr das Event damals mitgespielt habt. Ebenfalls in Ordnung sind noch das antike Melilitenschwert, Akumaru oder königliches Großschwert. Wenn ihr eher kritischen Schaden benötigt, ist die Schwarzsteinschneide vom Händler sehr zu empfehlen. Falls ihr den Battle Pass habt, solltet ihr auf jeden Fall das Knochenschwert auf ihn packen. Bei Elementarkunde-Problemen könntet ihr Eiserne Blume, Makaira, Aquamarin oder auch den Regenschnitter spielen. Bei den 5-Sterne-Optionen ist Stolz des Himmels fein. Für kritischen Schaden auf jeden Fall Rothorn Steinbrecher und für mehr KT Schilfmeerbarke. Falls ihr schon eine gute Crit-Balance habt, solltet ihr unbedingt Wolfsgrab spielen. Diese Waffe passt in jeglicher Hinsicht perfekt zu Dilux. Weiter geht's mit seinen Sternbildern. C1, also das erste Sternbild, erhöht den Schaden, den Dilux Gegnern mit mehr als 50% LP zufügt, um 15%. C2 versorgt euch mit mehr Angriff und Angriffsgeschwindigkeit, wenn Dilux Schaden erleidet. C3 erhöht die E um 3 Stufen. Das vierte Sternbild bedeutet, dass ihr mehr Schaden mit der E macht, wenn ihr zwischen den Anwendungen immer 2 Sekunden wartet. Ist zwar eine coole Idee, aber die Fähigkeiten eurer anderen Charaktere bleiben auch nicht ewig auf dem Feld, weshalb ihr bei der von mir vorhin vorgestellten Combo bleiben solltet. C5 erhöht die Q um 3 Stufen und C6, seine beste Konzentration, erhöht die Geschwindigkeit und den Schaden der nächsten 2 Standardangriffe nach Aktivierung der E. Außerdem werden die Standardangriffe nicht mehr durch die E zurückgesetzt, weshalb ihr die höheren Schadensmultiplikatoren des 3. und vor allem des 4. Standardangriffs nutzen könnt. Jetzt gehe ich auf seine Teams ein. Ihr könnt Dilux zum Beispiel mit Kryo-Charakteren wie Rosaria kombinieren für Schmelzen.
Also zum Beispiel Diluc, Rosaria, Kasua und Diona. Allerdings ist er noch stärker mit Hydro im Team. Zum Beispiel Diluc, Sinchou, Sucrose und Bennett ist ein extrem starkes Team. Ihr könnt auch einen Zhongli statt Bennett spielen oder einen Elektro-Charakter statt Sucrose. Gefällt mir aber nicht allzu sehr. Mit Dendro könnt ihr ihn übrigens auch gerne kombinieren, also zum Beispiel Nahida statt Sucrose. Das geht auf jeden Fall auch gut ab. Achtet nur darauf, dass ihr eure Charaktere dann auch klug einsetzt. Also benutzt nicht erst Bennett's Q, nur um die Gegner dann mit Diluc Spezialfähigkeit da rauszuschießen. Wenn du möchtest, kannst du mir dein Wunschteam auch gerne im Twitch-Chat nennen. Ich mache dir dann die beste Kombo damit vor. Oder ich helfe dir dort generell mal individuell mit deinem Account und deinem Diluc. Erster Link in der Beschreibung. Danke für die Follows auf Twitch und die Abos sowie Kanalmitgliedschaften auf YouTube. Euer Yuma.